Endlich ist sie da. Die Mauts und Mauts Box ist gekommen. Yeah, voll gut. Ich freue mich total. Was mir als erstes auffällt, die Box ist ja riesengroß. Da passen ja 2 Pfötchenboxen oder Happyboxen rein. Wow. Warten nicht lange und packen direkt mal aus. Bin nämlich super gespannt. Was da steht. Vielen Dank für die Bestellung deiner Mauts und Wauts Überraschungsbox. Wir haben sie mit Liebe und Sorgfalt gepackt und auf den Weg gebracht. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, wende dich bitte zeitnah an uns, damit wir gemeinsam eine Lösung finden. Hier ist die persönliche Überraschungsbox für Jamie, Joy und Freunde. Oh, ist das toll. Ich freue mich. Ich bin so aufgeregt. Also erstmal den Aufkleber hier entfernen. Oh, ist hier viel drin. Ist das geil! Was ist das? Oh. Annie findet es schon mal gleich gut. Also hier steht, ja, Annie will schon damit spielen. Cool. Ey. Ja, wir packen das gleich aus. Warte. Ich muss es mal aufschneiden. Hui. Ein Spieli. Ui. Ein ganz tolles Spieli. Das willst du gleich bespielen, ne? Ja, Spielis lieben wir. So, wir müssen aber erstmal lesen, was das ist. Mein Freund. Ja, komm her. Ja. Hier steht, extrem lange haltbar, zahnfreundlich, schwimmfähig, witterungsbeständig. Hier steht auch non-toxic material, also nichts Giftiges. Oh, entschuldige, Joy. Ja, das finden die Jungs gut. Die spielen jetzt damit. Cool, endlich mal wieder ein Spielzeug, was Spaß macht. Ich freue mich. Wir lesen erstmal die Beschreibung hier. TPR Motivationsstick. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund sehen könnt, aber die spielen die ganze Zeit damit und das freut mich wirklich. Der Motivationsstick ist ein Spielzeug aus Thermoplastic Rubber, ein Material, das witterungsbeständig und extrem lange haltbar ist. Dieses weiche Material ist besonders zahnfreundlich und natürlich non-toxic. Auch für Spiele in und am Wasser super geeignet, da das Spielzeug schwimmfähig ist. Geeignet für alle Altersgruppen, vom Papi bis zum Senior. Länge 38 cm, UVP 20,58 Euro. Finde ich ja geil, dass hier auch der Preis direkt mit drin steht. Ich sehe hier auch gerade, ganz oben steht UVP Gesamtwert dieser Box 43,32 Euro. Das ist doch cool, oder? Okay, bevor ich mir die anderen Sachen jetzt noch angucke, machen wir mal direkt in der Box weiter. Was haben wir denn da? Oh, ist das toll. Hier steht direkt Rinderhaut, Ball mit Lunge, Dentalstange, Pansenlunge, Reis. Super. Und es ist alles extra verpackt. Und vor allem, es ist nicht so verpackt, wie man es erwartet von anderen Boxen, dass dies in so eingeschweißte Sachen sind. Nein, es sind wirklich... Andy, warte mal. Wir gucken mal hier. Was ist das denn? Rinderhautball mit Lunge. Möchtest du den Rinderhautball haben? Nein? Den Stick? Ja, Andy kriegt mal den Stick. Und ich habe hier auch direkt ein anderes Gefühl. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, ich kann den Hunden das direkt geben, ohne dass ich Angst haben muss, dass da irgendwas Ungesundes drin ist, weil es einfach schon viel hochwertiger aussieht. Also das ist hier von eine Futterprobe von Marp. 84% Chicken. Das ist echt cool. Also das Trockenfutter mache ich jetzt nicht auf. Das werde ich in den Spielball machen, weil das kennen die ja noch nicht. Das ist dann was Besonderes. Wir haben hier noch sowas drin. Das ist doch schön. Dann schauen wir doch mal, was da drüber drin steht. Ah, hier. Marp Bow Wow Snacks. Auf der Interzoo 2016 haben wir mit Marp und Bow Wow zwei Hersteller toller Snacks und Futterproben kennengelernt. Futterprodukte kennengelernt. In der Box findet ihr ausnahmsweise mal eine Probe davon. Okay, ausnahmsweise heißt, normalerweise ist das wohl nicht dabei. Es ist einfach jetzt nur so eine kostenlose Zugabe und wird nicht auf den Gesamtpreis mit angerechnet. Finde ich super. Gut, wir machen weiter. Bubek füttert die Hunde. Also Bubek habe ich schon mal gehört. Ich weiß jetzt aber nicht, ob in der Konstellation. Finde ich erstmal die Aufmachung sehr schön. Schauen wir mal, was drin ist. Kartoffelflocken, Geflügelprotein, mindestens 5%, Rinderprotein, Innereien, Herz, Leber, Lunge, Fett, Möhren, Apfel, Collagen,
Kollagen, Kollagen, Mineralstoffe. Kollagen, 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 Kollagen. Spritzt man sich das nicht normalerweise irgendwo hin? Egal, wir machen es einfach mal auf. Und ich habe auch hier wieder nicht das Gefühl, es ist was Abgepacktes, Billiges, sondern die Aufmachung macht es einfach. Also ich finde das super. Annie, der ist hier schon ganz verrückt, der kann es gar nicht glauben, dass er auch mal was Cooles kriegt. Jamie, ja, du kriegst ein kleines. Gut, ich wollte jetzt trotzdem noch mal gucken, was hier drüber steht, über Bubeck. Bubeck Geflügel mit Kartoffelsnacks. Belohnung für Hunde aller Rassen. Die Bubeck Hundesnacks Edition 1893 enthält Geflügel in der reinen Kartoffel, Möhren und Äpfel. Gelatine für den Aufbau der Gelenke. Ach so, dann ist das vielleicht dieses Kollagen. Gelatine. Aha, stehe. UVP 3,49. Wir machen weiter. Was ist das? Was ist das? Was ist das, Jungs? Annie lässt es mich gar nicht angucken. Lass mich doch erstmal gucken, was das ist. Ey, Schnucki. Es kann quietschen. Es kann mehrfach quietschen. Das ist ein Zerrseil und ein Kuscheltier mit Quietschis. Oh, das lieben wir ja. Plush Play. Warte doch mal. Engelchen, warte mal. Ich muss erstmal gucken, was da drin steht. Okay, warte. Ich schneide es ab und dann darfst du damit spielen, okay? So. Ja, mein Freund. Lass mich das doch erstmal wegmachen. Das Plastik. Freund, lass mich doch mal machen. So. Also, es ist eine Kuh. Und Annie findet es toll. Ja, er liebt es jetzt schon. Cool. Ich bin totale... Ich finde es total geil, die Box, die überrascht mich jetzt echt sehr positiv. Billy der Bulle Spielzeug. Ein kuscheliger Bullenkopf mit Squeaker und einem starken Seil kombiniert. Er ist ganze 34 x 23 cm groß. UVP 8,99 Euro. Ja, ich kann nur bestätigen, super Geschenk, weil er liebt es. Der spielt es und zerlegt das hier gerade. Oh nein, wir sind schon am Ende angekommen. Oh nein, die Box ist doch so schön. Wild Snacks. Natürlicher Kauspaß für Hunde. Ey, das ist ja sowas von cool. Ich bin echt sprachlos. Das sieht aus, als wäre es alles frisch. Hier steht sogar drauf Bath Club. Das sind genau solche Sachen, die ich eben verfütter. Deswegen abgefahren. Gucken, was hier dazu steht. Mautz und Wautz Hirschrippen-Kausnacks. Unsere neue Premium-Snack-Marke. Leckeres 100% Hirschfleisch, schonend luftgetrocknet und rein natürlich, von deutschem Wild, Hirsch. Ein leckerer, fettarmer Kaugenuss und ideal zur Zahnpflege. UVP 9,99 Euro. Cool. Wisst ihr was? Probieren wir gleich aus. Joy. Oh, das riecht auch richtig, ne? Der Jamie frisst sowas ja echt eigentlich nicht, ne? Aber jetzt kriegt sogar der Jamie da Lust drauf. Du, Joy? Sitz? Joy, sitz? Na, guck mal. Ja, und weg ist es. So cool. Kann man das vielleicht brechen? Weil das ist ja schon ein bisschen groß. Ja, das funktioniert. Muss man natürlich sehr stark sein. Also so stark wie ich, damit man das brechen kann. So. Wer will noch? Anakin? Abu Dhabi? Na gut, Jamie. Gibt es kleine? Oh, das riecht sogar richtig lecker, muss ich ehrlich sagen. Ne? Meistens Fleisch riecht immer so gammelig oder so extrem Pansen oder so, richtig extrem. Aber das riecht richtig gut. Und wisst ihr, was die schlechte Nachricht jetzt ist? Die Box ist leer. Die Box ist leer. 5 Sachen waren drin. 5 richtig coole Sachen. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Also ich finde die Box richtig geil, wenn ich das mal so sagen darf. Die sparen auch nicht irgendwie Platz, dass sie denken, ja, wir müssen alles in eine kleine Box quetschen. Hauptsache, wir kriegen irgendwas in diese kleine Box rein, sondern da ist ja echt noch viel Platz. Ne? Also man hätte wahrscheinlich auch eine kleinere Box nehmen können. Nö, wir packen das immer in die Box. Dann haben wir die Möglichkeit, verschiedene Größen da reinzupacken. Wenn wir jetzt mal eine Punktevergabe machen, ist die Box ganz weit vorne. Was denn? Schätze, was ist los? Ich krieg schon sogar schon ein Dankesküsschen. Ja, gern geschehen, mein Schatz. Gerne geschehen.
guck mal, hier ist noch was über. Okay, wir fassen jetzt noch mal zusammen. Wir haben hier die Rippenknochen. Gebe ich 2 Punkte, weil das ist Barf. Ich verfütter das genauso an meine Hunde. Also ich würde das auch kaufen. Und die kauen da jetzt alle rum. Es schmeckt ihnen super. Die Hunde sind alle beschäftigt. Außer Annie, er denkt, er kriegt noch was. Möchtest du was haben, Annie? Guck mal. Guck mal hier. Schau mal. Ja, fein. Super. Die sehen echt super aus. Und sie riechen auch super. 2 Punkte. Wir hatten hier noch diese Bubeck-Kekse. Die kamen nicht so gut an, weil wir Kekse nicht so gern mögen. Ich gebe aber dennoch einen Punkt, weil sie mir sehr hochwertig erscheinen. Wir hatten hier 2 von diesen Proben von Marc. Da war einmal drin eine Futterprobe. Futterprobe. Und dazu noch Rinderhautball mit Lunge und Dentalstange Pansenlunge Reis. Also super gesund. Keinen Scheiß drin. Ich finde ich klasse. Finde ich super. 2 Punkte. Einmal die coole Kuh. Der coole Bulle. Mit mehrfachen Quietschis. Zum Verrücktmachen. Mit Kauseil. Finde ich auch ganz stark. Weil, ja, vielseitig einsetzbar. Muss mein Annie. Ja, hier hängt er schon wieder dran. Und will schon wieder spielen. Ich werf's nochmal, komm. Los! Wow. Super. 2 Punkte. Ja, und dann haben wir hier noch dieses schicke Spielzeug. Das Gummi ist jetzt zwar nicht so unser Fall, aber ich muss sagen, das macht gar nichts, weil die haben damit trotzdem vorhin gespielt, die haben das rumgezerrt. Ist mal was anderes. Man kann auch gut drauf kauen. Es ist nicht hart. Es ist wirklich Gummi. Es ist schön weich. Es ist zudem auch noch schwimmfähig. Haben wir jetzt nicht ausprobiert. Meine gehen zwar jetzt sowieso nicht ins Wasser, aber für andere ist das vielleicht ganz wichtig. Und ja, auch 2 Punkte. Klasse. Was haben wir denn jetzt? 2, 4, 6, 8, 9 Punkte. Wow. Dann, diese Beschreibung hier ist ganz top. Dass der komplette Preis, der Gesamtpreis hier draufsteht. Also ich finde das viel besser, weil man muss eben nicht immer googeln, was kosten die einzelnen Sachen. Und dazu kommt noch die persönliche Anrede. Klasse, was soll ich sagen? Also da gebe ich auch nochmal 2 Punkte dafür. Das heißt, wir haben 11 von möglichen 12 Punkten, Leute. Zieht euch das mal rein. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon jemals hatte. Ich bin begeistert. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also über Mauts und Mautsbox habe ich sehr, sehr wenig bisher gehört. Ich finde es geil. Vielleicht bin ich jetzt nur so euphorisch, weil die anderen Boxen so schlecht waren. Aber die ist echt cool. Also ich kann sie euch nur empfehlen. Ich hoffe, ich habe nochmal eine Gelegenheit, eine zweite zu testen. Und wenn die genauso gut wäre, das wäre ja der Jackpot. Klasse. Kann ich echt nicht sagen. Super. Dann habe ich noch eine kleine Info für euch. Ich habe nämlich Rückmeldung bekommen von der Docsbox. Die kommt nämlich auch in den nächsten Tagen oder Wochen zu mir. Das heißt, ich kann dann auch endlich ein Video machen von der 4. Box. Und ganz wichtig, ich kann alle Boxen endlich mal vergleichen. Da freue ich mich ja schon die ganze Zeit drauf, weil dann kann ich euch wirklich sagen, was für euren Hund das Beste ist und wie ihr euren Hund den größten Spaß verschaffen könnt und noch was für die Gesundheit tut. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video und ich wünsche euch viel Spaß mit der Mauts und Wauts Box. Wenn ihr sie noch nicht bestellt habt, macht das ruhig mal. Könnt ihr wirklich ohne schlechtes Gewissen machen. Viel Spaß. Tschüss.